Clay hat deinen Posten übernommen. Es wurde auch verdammt nochmal Zeit. Danke. Hier hast du ein paar Münzen. Ich ruhe mich jetzt aus. Ich will ein besserer Dieb werden. Zeig mir, wie man Schlösser knackt. Viele Schlösser haben einen Sperrbolzen, den du erst runterdrücken musst, um das Schloss zu öffnen. Anschließend kannst du mit dem Dietrich in alle Richtungen drücken, bis das Schloss offen ist. Aber sei vorsichtig. Wenn du in die falsche Richtung drückst, kann es passieren, dass dein Dietrich abbricht. Bring mir bei, wie man richtig schleicht. Wenn du wirklich leise sein willst, musst du die Zehenspitzen zuerst aufsetzen. Achte darauf, dass du auf keine kleinen Äste oder so trittst. Sie würden dich verraten. Du musst langsam sein. Du darfst nichts überhasten. Ich will ein Taschendieb werden. Eine Person, die auf ihre Goldbörse achtet, kann man nicht beklauen. Das ist unmöglich. Ich bin hier, damit du mir zeigst, wie ich klaue. Nicht, damit du mir erklärst, dass es nicht geht. Warte es ab. Um jemandem also was zu stehlen, muss derjenige abgelenkt sein. Sprich ihn einfach an. Stell ihm am besten eine Frage, damit er nachdenken muss und abgelenkt ist. Dann zieh ihm einfach die Beute aus seiner Tasche. Hast du mal einen Stängel? Und wo soll ich den hernehmen? Soll ich ihn mir etwa aus dem Arsch ziehen oder wie? Verschwinde, du Penner! Du bist neu hier, richtig? Wie hast du das bloß erraten? Ich sehe schon. Die Jungs vom Don sind ja auch schon derbe auf die Nerven gegangen, was? Aber mach dir nichts draus. Denen ist nur langweilig. Was machst du hier? Ich kümmere mich ums Braukraut, hier auf Roberts Hof. Sicherlich gibt es edlere Pflanzen, aber das Kraut ist sehr vielseitig. Man kann es zum Brauen von Bier verwenden. Ziemlich gutes Zeug. Die Jungs im Banditenlager werden es dir bestätigen. Außerdem lässt sich daraus ein sehr guter Tabak herstellen. Ein Tabak mit besonderen Fähigkeiten, wenn du verstehst, was ich meine. Was weißt du über den Don?
Zumindest so viel, dass man sich besser nicht mit dem Herrn des Banditenlagers anlegt. Doch wenn man sich hier an seine Regeln hält, hat man ein recht gutes Leben. Zugegeben, die Arbeit auf dem Feld ist nicht leicht, aber was soll's? Kannst du mir was von deinem Kraut oder Bier verkaufen? Klar, kannst dir ja mal ansehen, was ich sonst noch so habe. Wer ist Robert? Die Jungs unten im Banditenlager nennen ihn den Sumpfbauern. Ihm gehört dieses Feld. Was hast du zu verkaufen? Was denkst du über Don Esteban? Man kann über Don Esteban sagen, was man will. Aber im Stich gelassen hat er uns nie. Auf sein Wort konnte man sich immer verlassen. Mach dich nützlich. Was hast du zu verkaufen? Ich helfe dir!